Servus Leute, willkommen zurück zu Planescape Torment. Im letzten Mal sind wir in den Handelsbezirk gekommen und Mort ist irgendwie entführt worden. Und genau den wollen wir jetzt wieder haben. Schon gut. Wir gehen jetzt hier rein. Oh. Dritzel. Mann beim Einkaufen, Mann beim Einkaufen. Alec. Hier klaue ich mal lieber nix. Ich bin weg. Welt ist abgeschlossen. Ich glaube, ich breche auch gar nicht erst dahin, weil. Schon gut. Naja. Es ist ein hochgewachsener Mann im Feldharnisch. Die Rüstung ist ungewöhnlich konstruiert, mit Dornen an den Schultern, Ellbogen und Armen. Er nickt dir zu, als du näher kommst. Guten Tag, Bürger. Sei gegrüßt. Nee, gar nicht der Elfenbürger. Er sieht dich freundlich an. Ich habe ein paar Fragen. Er lächelt, aber natürlich doch, Bürger. Wer bist du? Er macht eine leichte Verbeugung vor dir. Ich bin die Wache Drixel vom Harmonium, Bürger. Ich sorge für den Frieden hier auf dem Markt. Erzähl mir was über das Harmonium. Er salutiert. Unser Glaube ist einfach. Wir sind das Licht. Wir sind der Weg. Wir sind die Ordnung. Wir sind die Wahrheit. Sein Blick wird stählern. Es war für mich keine Frage, dass ich ihnen beitreten wollte. Weißt du, einige Dussel reden immer vom Kampf gegen das Chaos, um Ordnung und Harmonie wiederherzustellen, aber sie haben am Ende doch nicht den Mut, irgendwas in der Richtung zu unternehmen. Wir vom Harmonium, wir stellen was auf die Beine. Wir halten die Ordnung in den Straßen von Sigil und auf den Ebenen. Er nickt bekräftigend. Erzähl weiter. Sein Blick wird beim Reden noch kecker. Und wir halten nicht nur mit Worten Ordnung. Wir kämpfen und wir kämpfen hart, um die Ordnung zu erhalten und durchzusetzen. Querhändler, Postenritter, Unabhängige, Anarchisten, Xausitekten, Tanarie-Scheusale, sie alle sollten sich besser vom Schatten des Harmoniums in Acht nehmen. Chaos kann nur zusammen mit Toleranz existieren. Was kannst du mir über die anderen Bünde erzählen? Er nickt ziemlich gelangweilt rein. Er blickt ziemlich gelangweilt rein und zuckt mit den Achseln. Nichts, sie sind nicht Teil der Wahrheit, die das Harmonium verkörpern. Ich habe mich mit ihnen nicht beschäftigt. Noch ein paar Fragen. Ich suche jemanden namens Lothar. Man nennt ihn auch den Herr der Knochen. Er wirft einen verdutzten Blick zu. Er will etwas sagen, schweigt und beginnt noch einmal. Also gut. Niemand weiß genau, wo Lothar ist, Bürger. Soweit wir wissen, hat er keine uns bekannten Gesetze gebrochen. Also lassen wir vom Harmonium ihn in Ruhe. Und ich würde dir empfehlen, dasselbe zu tun. Warum? Es sieht dich etwas unfair an. Darum, Dussel. Man legt sich einfach nicht mit jemandem so mächtigen wie Lothar an, ohne einen wirklich guten Grund dafür zu haben und viele Freunde, die einen bei der Sache unterstützen. Jetzt weißt es. Sind trotzdem finden. Er starrt dich eine Weile lang an, bevor er antwortet. Also gut, du findest einen Eingang zu seiner Absteige in einer Gebäuderuine hier im Bezirk. Er scheint durch dich hindurchzublicken, anstatt dich anzusehen. Dann gibt noch ein paar Fragen. Ich will Waffen kaufen. Er weist auf den Markt. Viele Kaufleute hier, Bürger. Da wirst du schon finden, was du suchst. Ich will magische Gegenstände kaufen. Ah gut, danke. Er ist freundlich, der Typ. Gut, ich brauche eine magische Waffe, irgendwie einen magischen Dolch oder so. Du siehst einen älteren Mann mit langen weißen Haaren und wettergekämmter gelber Haut. Warum haben wir alle gelbe Haut? Er ist trotz seines offensichtlich hohen Alters noch recht groß. Er lächelt und verbeugt sich leicht. Sei gegrüßt. Gleichfalls, Schleifer. Womit kann ich dir dienen? Er hebt seine Augenbrauen, während er auf deine Antwort wartet. Ich hätte ein paar Fragen. Er runzelt die Stirn. Vergib mir, Schleifer, aber ich verkaufe Gegenstände magischer Natur, nicht Informationen. Wenn du hinter Informationen her bist, dann solltest du sie anderswo besorgen. Ich interessiere mich für ein paar Zauber. Er nickt und zieht sich auf den Markt um. Vergib mir, Schleifer, ich verkaufe nur magische Gegenstände. Du solltest mit Asche reden. Sein Stand ist drüben beim Ofen in der Nähe des Ausgangs. Sag mir, was du zu verkaufen hast.
Okay. Magnus-Schild. Okay, gibt's viele geile Sachen. Dies ist eine Variante des Magnus-Schutzes. Mit praktisch dieselben Zaubern und Gülpen wie sein Vorgänger kann der Magnus-Schild die Energie der Zauberung, die auf ihm liegen, noch besser konzentrieren. Spinnenarmband. Igitt! 25% Widerstandsfähigkeit gegen alle normalen Angriffe. Minus 1 auf Intelligenz und Weisheit. Plus 10 auf Basistrefferpunkte. Kann nur von Dieben verwendet werden. Tatsächlich ist dies eine lebende Spinne, kein Schmuckstück. Uah. Wenn man sie am Handgelenk anlegt, versenkt die Spinne ihre Beißwerkzeuge im Fleisch des Trägers und ernährt sich von ihrem Wirt, wodurch beide positiv, aber auch negativ Auswirkungen erfahren. Schlangenring, das könnte ich Anna kaufen. Immun gegen Gift. Bis 33% Widerstand gegen Magie. Bis 2. Oh, kann nur von Dieben. Oh, verdammt. Die scheint eine Art Babyschlange zu sein, die in Form eines Rings geformt wurde. Ihre Augen glitzern und wirbeln wie Juwelen und scheinen sich manchmal sogar zu bewegen. Ring des Reisenden. Dieser Ring ist auf der Ebene ziemlich gebräuchlich. Sie sind einfach herzustellen und werden viel nachgefragt. Und daher schaffen Magier diese Gegenstände in der Regel als Mittel, um schnell Geld zu machen. Dieser Ring hat eine geringe Verzauberung, die den Träger vor Schaden beschützt. Sadistischer Rahmen, okay. Verschiebungsring. Der Ring wurde aus dem Blut eines Verschiebungstiers geschaffen und kann die Kraft jeder normalen Waffe teilweise umleiten. Dadurch ist der Träger eines Rings schwerer zu treffen und nimmt im Trefferfall weniger Schaden als üblich. Nicht schlecht. Kostet aber viel. Blutgerinnsel Talisman. Diese Talismane hat er auch. Könnte einen Rubin verkaufen. Okay, Dakor kann die Klaue verwenden. Schamanenstab. Magisches Geschoss. Anna kann das Spinnenarmband verwenden. Und Accord die beiden. Magnus Schutz. Du hast gar nichts. Pass auf das Leder auf! Pass auf das Leder auf! Ja, ich kann das nicht mal ausziehen. Schade. Okay, zeig mir deine Waren. Der Kor will übrigens seinen Ring loswerden. Geht nicht. Ist ziemlich teuer. Einundvierzig. 51. Nicht mal so schlecht. Der Korn hat einen Magnusschutz. Ich habe die beiden. Ein Silberohrring, den kann ich auch verkaufen. Ups. Den kann ich nicht verkaufen. Schon gut. Brauche trotzdem eine magische Waffe, sonst komme ich hier nicht weiter. Frau beim Einkaufen. Oh, Frauen beim Einkaufen. Oh, wie die aussehen. Apropos, ich habe schon lange nicht mehr bei einem Journal geguckt. Bestien. Anna, Dacon, Ignus. Warum kriege ich den nicht? Mord, ich. Asimar.
Das Gegenteil von Tiefling sind die Kinder vom Himmelskreatur, also der Bewohner der oberen Ebenen. Unsterblichen. Sie tragen einen Funken Güte direkt in ihrem Fleisch. Doch scheinen sich einige von ihnen von ihrem Erbe abzuwenden. Obwohl sie in der Regel Muster und Tugendhaftigkeit sind, sollte man ihnen nicht vorbehaltlos vertrauen. Kaste? Das ist also die Zombie-Herrin da. Ghoul-Königin. Bariau? In der Verdammnis. Bewohnerin der Verdammnis. Eher ausgerüstet wie Hölle und sie. Warum haben die alle so große Vorbeuge? Außer der Schmerzen, Daranara, Dahl. So, ihr Kleid ist auch kaputt. Ebknackni, Fell, männlich, gut weiblich. Xerai, Gnadentöter, voll ausgerüstet. Harmonium, auch voll ausgerüstet. Hure, Kaufmann, Schläger. Lemure. Ah, das war das Viech, das ich da freigelassen habe. Limlim. Mantu. Manturok. Ist das nicht so eine Ratte? Kantopie ist eine Krankheit. Ja, Tatsache. Dieses Fliegevieh. Farod, Riesenskelett. Riesiger Schläger. Der wird dann später zum Riesenskelett. Sammler. Schwarzer Abishai. Ui, der sieht böse aus. Schädelratte. Skelett. Skelettpriester. Stadtbewohner, Stadtbewohnerin. Staubmensch, Staubmenscherin. Staubmenscherin. Oberschicht. Frau der Oberschicht. Tokola. Okay. Männlich, Tiefling weiblich. So, das sind diese krokodilartigen Wesen. Eine Wehratte, Zauberer und die Zombies. Anze. Gehen wir zu Anze, schauen wir mal, was der hat. Muss mich um den Ofen kümmern. Ah. Jetzt ist die Sicht so blöd. Es ist ein älterer Mann. Ernst reinschauen. Das ist ein älteren Ernst reinschauen. Du siehst einen älteren Ernst reinschauenden Mann. Muss ich jetzt gehen? Du siehst einen älteren Ernst reinschauenden Mann. Sein Gesicht ist runzlig und voller Denkfalten. Er scheint seine Kunden genauso viel Aufmerksamkeit zu widmen wie dem Burschen, der neben am Ofen arbeitet. Sei gegrüßt. Er macht eine kurze, steife Verbeugung. Ja, sei ebenfalls gegrüßt. Anze ist mein Name. Was willst du? Ich habe ein paar Fragen. Du grinst dich mit einem zahnlosen Mund an. Ja, ich habe Zeit für einen kleinen Plausch. Was willst du wissen? So gehen wir uns. Ja, Lothar? Lothar? Der Name sagt mir überhaupt nichts. Er blinzelt ein paar Mal, während er überlegt. Aber von diesem Knochentypen? Ja, von dem habe ich schon mal gehört. Es geht das Gerücht um, dass man sich besser nicht mit ihm anlegt, mächtiger Schleifer. Tut sich mit den Toten zusammen und so. Wo kann ich ihn finden? Er zuckt die Schultern. Keine Ahnung, Schleifer. Wie der können ihre Absteiger überall haben. Kein Dussel wird denen das verweigern, so viel ist sicher. Müssen wir noch was über ihn erzählen? So. Ja, schon alles gehört. Wo kann ich ihn finden? Keine Ahnung. Okay, noch ein paar Fragen. Wozu dient dieser Ofen? Er wirft einen Blick auf den Ofen und den Jungen, der daneben steht, und spricht dann mit verhaltener Stimme. Der Ofen dient nur dazu, diesem faulen Bursche Verantwortung beizubringen. Alles, was dieser Bursche tut, ist ununterbrochen zu quasseln. Er hält sich für einen Gelehrten und hat keine Ahnung, was richtige Arbeit ist. Wenn du komplizierte Fragen hast, nun, dann frag lieber ihn und nicht mich. Okay, ich will Waffen kaufen. Oh lala. Ich brauche eine Waffe, magische Schlagdolche.
Wenn ich nicht die ganze Zeit gehen müsste. Diese Waffen bestehen aus einem paar gezackter Dolchklingen, die an einem Eisenschlag befestigt sind. Die Klingen haben gezackte Schneiden, damit sie einen zusätzlichen Schaden durch Spitze zufügen können. Wenn der Träger einen Gegner trifft, zusätzlich die Dolche verzaubert, um den zugefügten Schaden noch weiter zu erhöhen. Boah, wenn die nicht so teuer wären, warum ist ja alles so teuer? Silberohr. Vielleicht kann ich den bei dir verkaufen. Wenn es Schlagdolche, gebe ich dir die magischen Schlagdolche. Schon gut. Kann ich nicht verkaufen. Schade. Stichkeule. Verzauberte Streitaxt. Knochendolch. Holzkeule, ich bisher gesehen, das Waffe kannst du auch genutzt werden, okay. Misshandler. Eigentlich ist der Misshandler eine Variation des normalen Hammers, nur wird er mit einem anderen, etwas cooleren Namen bezeichnet. Das ist das Beste. Alles klar, magische Schlagdolche für Anna. Wie ist zu weit weg, Anna? Wo bin ich denn? Achso, da bin ich. Was mache ich da hinten? So, 1 bis 4. 1 bis 4. 2 plus 1 plus 2 Schaden. Magische Schlagdolche. Ist der Ofen. Lazlo. Laszlo. Laszlo vor allem. Du siehst einen Jungen mit blasser, gelblicher Haut. Seine Kleidung ist sputzig und zerrissen. Im Moment kümmert er sich um den Ofen. Sage Gerüst. Er dreht sich um und gönnt dir ein halbes Lächeln, als er seine Arbeit beiseite legt. Sage Gerüst. Brauchst du Hilfe? Ja, Fragen? Ja, ich würde dir gern helfen, wenn ich kann. Der Junge scheint dankbar, dass er im Moment der Plackerei am Ofen entkommt. Was für Fragen soll ich dir denn beantworten? Eine ganze Menge. Wo bin ich hier? Dieser Ort? Er sieht sich um. Das ist der Straßenmarkt. Viele Käufer und Verkäufer kommen hier, um ihre Absteige für den Tag aufzustellen. Ich bin schon eine ganze Weile hier, arbeite hier und unter den Augen meines Vaters. Er blickt träumerisch in die Weite und eines Tages werde ich seinen Stand übernehmen. Jawohl. So, was machst du denn hier? Er zeigt stolz auf den Holzofen. Der Holzofen wird benutzt, er zuckt mit den Schultern. Ich weiß nicht, wofür er benutzt wird, aber mein Vater sagt, es ist wichtig, dass er immer gut bestückt ist und richtig brennt. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn und sieht sich um. Ist dein Vater einer von den Kaufleuten hier? Er nickt. Sein Name ist Anze. Und das da drüben ist der Stand meines Vaters. Er weist zu einem Stand rechts vom Ofen. Hochofen. Wenn er nicht hat, was du suchst, kann er vielleicht sagen, wo du es bekommst? Was für Waren kann man kaufen? Er denkt ein wenig nach. Es gibt hier viele Dinge zu kaufen: Essen, Trinken, Magie, Waffen. Willst du vielleicht Proviant kaufen? Magische Gegenstände. Ja, Magie kannst du kriegen. Er lässt seinen Blick über den Markt schweifen. Und zeigt dazu einen entfernten Stand. Das da hinten ist Alex Stand. Vielleicht hat er ein bisschen was. Noch ein paar Fragen. Kannst du mir etwas über diesen Bezirk erzählen? Er nickt. Oh ja, das hier ist der untere Bezirk. Das gemeine Volk wohnt hier, wie ich und mein Vater. Seine Augen werden größer und er wirkt aufgeregt. Weißt du, warum er der untere Bezirk heißt? Nein. Nun, die behaupten, der Bezirk hat einen Haufen von Portalen zu der unteren Ebene. Durchlöchert wie schwarzer Käse. Wirklich. Und ich glaube, daher kommt der Name. Er lächelt stolz. Warum gibt es hier so viele Portale? Er zuckt die Achsel. Ist mir genauso ein Rätsel wie die Schleifer. Bin nicht sicher, ob da ein Grund für die Portale ist. Außerhalb den Verhältnissen. Könnte der Wunsch der Dame sein oder auch einfach Zufall, schätze ich. Er zuckt wieder mit den Achseln. Kommen irgendwelche Kreaturen aus diesen Portalen?
Seine Augen werden größer. Ja, tun sie. Sie halten nur kurz an auf der Durchreise. Er schluckt nervös und scheint besorgt. Du wirkst nervös, hast du vielleicht. Hast du das wirklich mit deinen Augen gesehen? Ja, hab's selbst gesehen. Er unterbricht sich und schluckt abermals. Erst letzte Woche oder so habe ich zwei Abishai durch ein Portal kommen sehen, haben viel miteinander geredet und dann ging einer wieder dadurch zurück. Der andere, der hier blieb, ist immer noch hier. Er runzelt die Stirn. Worüber haben sie geredet? Weiß ich nicht genau, für mich klang das nur wie zischend oder so, aber ich glaube, sie haben über den Turm geredet. Der Turm? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ja, das ist einer der merkwürdigsten Anblicke im Bezirk. Keiner weiß genau, wie lange dieser alte, narbige Turm schon hier rumsteht. Man kann nicht mal rein, weißt du? Fester vernagelt als ein Keuschheitsgürtel. Würde mich echt interessieren, was da drin ist. Er denkt einen Moment nach. Der Abishai hat auf den Turm und das Portal gezeigt. Ich wette, die haben nach einem Schlüssel gesucht. Es wird Schlüssel. Der Schlüssel für das Portal, das sich in den Turm führt. Jedes Portal hat einen Schlüssel, den man es aufmachen kann und irgendwo hinkommt. Der Schlüssel kann eine Geste sein, ein Objekt oder sogar ein Gedanke. Vielleicht haben alle versucht, viele haben alles versucht, in den Turm zu kommen, aber du kannst dich noch so anstrengen, du schaffst es nicht. Vielleicht ist das Geheimnis, wie man hineinkommt, dass man nicht hineinkommen will. Mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Er zuckt die Achsel, weiß nicht, Schleifer, vielleicht. Sag mir, wo genau ist dieses Portal? Tagebuch auf den neuesten Stand. Oh, Tagebuch! Ich schreibe ja wie ein Weltmeister. Er hält inne, um nachzudenken. Da ist so ein Ding wie eine Zugbrücke hinter dem Turm, östlich vom Markt. Und da ist es. Sein Blick wird abwesend. Ein paar Fragen. Weißt du was über Stadt Sigil? Das Zentrum der Ebenen, die Stadt. Und nervige Gene, wo sich fast alles kreuzt. Nie langweilig, echt nicht. Die Dame der Schmerzen ist das Gesetz und wir anderen versuchen hauptsächlich in ihrem Schatten unseren Unterhalt zu verdienen. Er lacht bellend und fängt dann an zu husten. Ich kann nicht husten auf Kommando. Was kannst du mir über die Dame der Schmerzen erzählen? Ich weiß nicht viel über sie. Sie hält die Mächte von Sigil fern, hält die Scheusal draußen und redet und verhandelt mit niemandem, außer vielleicht den Davos. Sie schreibt dich ruckzuck ins Totenbuch, falls du sie anbetest oder versuchst, Sigil zu schädigen. Ihr Gesicht und die Klingen, die es umrahmen, wären das Letzte, was du sehen würdest. Interessant. Erfahrung und ein anderer Erfahrungssound. Gut, dass ich Erfahrung bekommen habe. Bei der Erwähnung eines Gesichts, das von Klingen umrahmt ist, drängt sich dir eine Erinnerung auf. Einen Augenblick lang stehst du wieder in einer dunklen Gasse und atmest schwer. In der Dunkelheit kommt eine unglaublich hübsche Frau auf dich zu, deren Gesicht von Klingen umrahmt ist. Ihre Augen sind kalt. Plötzlich schwindet das Bild wieder und deine Erinnerung und du erhältst dich wieder mit dem Jungen. Und du unterhältst dich wieder mit dem Jungen. Noch ein paar Fragen. Wieso hat scheinbar jeder in dieser Gegend gelbe Haut? Ja! Das ist die Krankheit hier. Kommt von der schlechten Luft. Mit dem Rauch und den ganzen Fabrikqualm ist es manchmal echt schwer, hier noch richtig zu atmen. Er zuckt die Achseln. An manchen Tagen ist es überhaupt nicht gut rauszugehen, wenn der Smog zu lange hier rumhängt. Kann dir die Augen aus dem Kopf brennen, sagt man. Kann man nichts dagegen tun? Weiß nicht, manchmal weht der Wind von der Säule her und bläst den Smog raus aus der Stadt. Aber das passiert leider nicht so oft, wie wir es gern hätten. Er zwinkert. Sieht sich um und zuckt mit den Achseln. Der Wille der Dame, schätze ich. Macht nicht viel Sinn, aber wenn du nur lang genug hinguckst, macht sehr wenig überhaupt Sinn. Noch ein paar Fragen. Das wird es lohnen, das zu sehen? Nicht so viel zu sehen, doch die große Gießerei ist ganz eindrucksvoll. Guck's dir doch mal an. Heimat der Gläubigen, weißt du? Er denkt nach. Die meisten aufregenden Sehenswürdigkeiten sind in einigen der oberen Bezirke. Vielleicht guckst du lieber da um.
Ich habe gehört, dass es da ein Bordell gibt, die Festhalle und noch ein paar andere interessante Orte. Kann's aber nicht sicher sagen. Bin mein Leben lang hier gewesen. Gießerei. Mitte des Bezirks so ziemlich. Eine beeindruckende Struktur. So viel ist sicher. Kannst nicht verfehlen. Geh einfach nach Norden. Da kennst du einen großen Turm. Er markiert sie auf deiner Karte. Gläubigen. Sie haben einen ganzen Haufen von Namen. Gläubige, Göttermenschen, Gläubige der Quellen. Wir nennen sie meistens einfach Göttermenschen. Sie haben ihre Absteige in der großen Gießerei und haben scheint's ja ziemlich gut zu gehen. Sind ein netter Haufen. Glauben, dass jeder es zu was bringen kann, sogar eine Macht wählen kann, wenn er nur danach strebt. Kann bedeuten, dass du dein Leben ein paar Mal von vorne beginnen musst, um irgendwann. Aber irgendwann schaffst du es dann. Jetzt sind sie auch von einem Bund her. Von welchem Bund bist du? Er lächelt. Oh, ich und mein Vater, wir sind Unabhängige. Ein Bund, der kein richtiger Bund ist. Wir sind ein Bund, der glaubt, dass Leute frei sind und das zu tun, was sie wollen. Wir sind ein ziemlich lockerer Verbund und wir finden es nicht so prickelnd, andere Bünde zu gründen oder Bünden zu gehorchen. Wozu dienen all diese Bünde? Er wirft einen Blick zu. Die Bünde sind es, die Sigil hauptsächlich regieren und für die täglichen Dinge des Lebens zuständig sind. Gibt eine ganze Menge. Das sind erstmal die Toten oder die Staubmenschen, die sich um die ganzen Leichen in den Straßen kümmern. Und dann gibt es die Herrscher. Herrschner, die die Gesetze machen und die Sinsaten. Eben eine ganze Reihe von Bünden. Hier im unteren Bezirk haben wir es hauptsächlich mit den Gläubigen, den Göttermenschen zu tun. Er nickt ins Leere. Sie haben ihre Absteige in der großen Gießerei. Sind eigentlich ein ganzer Haufen. Weißt du was über diese andere Bünde? Er zuckt die Achseln. Nichts, wenn ich ehrlich sein soll. Hat mich nie interessiert, so als Unabhängiger und so. In den Häusern der Bünde wirst du genug Leute finden, die dir was ausplaudern. Frag sie doch. Okay, noch ein paar Fragen. Kann man echt ausquetschen? Dein Ruf ist bestimmt schon ausgegangen. Ich vermisse einen Schädel. Kennst du vielleicht jemanden, der so etwas gebrauchen könnte? Er wird ganz aufgeregt. Du vermisst wirklich einen Totenschädel? Ich wette, ich weiß, was mit dem passiert ist. Im Bezirk gibt es einen Typen, einen Magier oder Priester, sagt man, der Köpfe sammelt und wie Bücher in seine Regale stellt. Sie sind tot, aber mit seiner Magie kann er sie so hinkriegen, dass sie ihm antworten, obwohl sie im Totenbuch stehen. Wo finde ich diese Person? Mir läuft ein Schauer über den Rücken. Bin wirklich nicht sicher. Ich habe gehört, er hätte seine Absteige in einem der kaputten Gebäude hier in der Gegend, aber ich war noch nie dort. Er schnipst mit den Fingern, was ich leider nicht kann. Vielleicht weiß es ja jemand anders. Kannst du ja mal Sebastian fragen. Wo finde ich Sebastian? Ah, das weiß ich schon. Naja. Okay, danke. Ich habe dich genug ausgequetscht. Dein Ruf ist ausgegangen. Karina. Das ist eine hübsche junge Frau in einfachen Kleidern. Sie wandert auf dem Markt herum und sieht sich alles an, kauft aber nichts. Du bemerkst, dass die Leute, sie zu meiden scheinen, aber sie versucht es nicht so offensichtlich zu tun. Sie lächelt dich warm an, als du auf sie zugehst. Sei gegrüßt. Ihr Lächeln wird noch breiter. Hallo, ich bin Karina. Es ist mir eine Freude, dich zu treffen, Schleifer. Sie lächelt weiter und wartet auf deine Antwort. Aber Fragen. Also gut, was willst du wissen? Ich suche jemanden namens Lothar. Sie runzelt die Stirn. Lothar? Ich kenne niemanden namens Lothar. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals diesen Namen gehört zu haben. Sie sieht dich nachdenklich an. Sagtest du Herr der Knochen? Das klingt nach Unheil, findest du nicht? Warum sollte jemand unter solchen Namen bekannt sein? Na, um Leute zu erschrecken, nehme ich an. Naja, hört sich ziemlich beeindruckend an. Sie nickt. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Hat irgendwie was, irgendwie eingängig, wenn du lange genug darüber nachdenkst. Sie blickt gedankenverloren vor sich hin. Ein paar Fragen. Und wie geht's dir stets? Wo kann ich Waffen kaufen? Sie lächelt und zeigt auf einen der Stände. Einzel dort hinten verkauft Waffen, alle möglichen Waffen.
Bist du ein Krieger? Wie dumm von mir. Natürlich bist du einer. Ich meine, wie solltest du auch keiner sein nach all diesen Narben? Oh, entschuldige. Ich sollte sie wohl lieber nicht erwähnen. Es macht dir doch nichts aus, oder? Ja, also komm mir nicht schon wieder mit denen. Nein, ich habe mich an sie gewöhnt. Sie wirkt erleichtert. Oh gut, ich wollte hier nicht deine oder irgendjemandes Gefühle verletzen. Du musst halt einfach vorsichtig sein mit dem, was du jemandem erzählst, weißt du? Ich meine, die Leute sind halt verschieden und man kann nie wissen, was eine Person kränkt. Mag eine andere überhaupt nicht berühren. Naja, und überhaupt. Sie macht eine Atempause und lächelt dich an. Das, was sie sagt, das stimmt sowas von. Noch ein paar Fragen. Magische Gegenstände. Sie lächelt seit auf einem der Stände. Alec dort hinten verkauft alles, was mit Magie zu tun hat. Bist du ein Magier? Du siehst gar nicht so aus wie einer, aber man sollte ja eh nicht nach dem Aussehen gehen. Ich weiß ja auch gar nicht recht, wie ein Magier überhaupt aussieht. Wenn ich darüber nachdenke, weißt du's? Ja, sie tragen Gewänder mit merkwürdigen Symbolen und spitzen Hüten. Wirklich? Das ist gut zu wissen. Ich meine, ich fürchte mich vor Magiern und möchte deshalb wissen, wie sie aussehen. Ich schätze, ich fürchte mich vor der ganzen Macht, die sie besitzen, und sie können wirklich unglaubliche Dinge anrichten und so. Aber ich weiß halt nicht, wie sie aussehen. Krieger und Priester und ach, du weißt schon, andere mächtige Leute mit all dem Zeug, das sie mit sich herumtragen und das sie als mächtige Leute auszeichnen, erkennt man halt. Aber nicht die Magier. Sie hält inne. Noch ein paar Fragen. Na, du redest ja wirklich gern, nicht wahr? Sie tritt von einem Fuß auf den anderen und wirkt verlegen. Oh, macht sie vielleicht so die Beine überkreuzt, so. Das mag ich. Naja, man sagt, dass ich wohl ein bisschen zu viel rede und naja, die Leute meinen mich eher. Und ich habe keine richtigen Freunde oder Verehrer, die mit mir ausgehen. Manchmal bin ich halt einsam. Die Stimme wird leiser und leiser, bis sie schließlich schweigt. Sie starrt auf ihre Füße. Ich verstehe auch, warum. Nee. Ich glaube nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, Karina. Zufällig mag ich dich. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Yeah, aber das ist auch die Wahrheit, weil ich mag sie wirklich irgendwie. Sie sieht dich hoffnungsvoll an. Wirklich? Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht einmal, wer du bist. Düge, ich bin Adan. Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Sollte ich mich vielleicht Adan nennen? Ich nenne mich jetzt mal Adan. Sie lächelt. Danke, Adan. Es ist schön, einen Freund zu haben. Jawohl, Karina. Oh, die ist süß. Komm her. Karina lächelt glücklich. Hallo, mein Freund, es ist schön, dich wiederzusehen. Ich würde nur kurz Hallo sagen, Karina. Schönen Tag wünsche ich dir. Oh, die ist genial, die Frau. Ich hätte speichern sollen. Ich trottel. 10 gewonnene Trefferpunkte. Okay, scheiß auf Speichern. Oh, ich kann einen Punkt vergeben. Charisma. Charisma übertrifft das sterbliche Menschen, denn Erstrahlung ist von solcher Qualität, dass viele ihr Leben für. Kann man nicht scrollen, schade. Naja. Intelligenz. Alles Genies. Weisheit. Außerordentliche Weisheit und Willenskraft. Deine Konstitution ist durchschnittlich. Vielleicht sollte ich das mal nehmen. Dieser Wert steht für deine körperliche Verfassung, Widerstandskraft und Gesundheit. Eine gute Konstitution gewährt dir mehr Trefferpunkte im Fall des Namenlosen auch eine höhere Regenerationsgeschwindigkeit. Ja. Ja, gar nicht so schlecht. Mich, wie lange ich jetzt schon aufgenommen habe, weil das dauert ja echt ewig. Asche. Kaufende Männer. Corvus, und da geht's raus. Erledigt. Ich glaube, nächstes Mal
Oder nee, ich mache noch weiter, weil dann habe ich den Marktplatz in einem Part, auch wenn er länger ist. Du siehst einen großen Händler, der hektisch herumrennt. Er scheint überhaupt keine Haare zu haben und seine blasse gelbe Haut ist mit Narben übersät, die von Verbrennungen zu stammen scheinen. Er sieht dich eindringlich an, als du dich näherst. Sei gegrüßt. Er lächelt dich an. Sei gegrüßt, ich bin Staub und Asche. Ich habe schon von dir gehört. Du musst der namenübersäte planlose Kerl sein, der durch die Bezirke wandert und Fragen stellt. Was kann ich für dich tun? Siehst du, das ist selbst ein paar Namen. Ich habe ein paar Fragen. Ich beantworte dir gerne deine Fragen. Er kneift die Augen zusammen und lächelt dich verschmilzt an. Über den Laden und die Ware, wie die du siehst, meine ich. Aber ich bin kein Schlepper. So kennt der Mensch nur Lothar. Er runzelt nachdenklich die Stirn. Lothar, Herr der. Nein, das sagt mir überhaupt nichts. Okay, ich will Waffen kaufen. Dann steige ich drüben beim Ofen. Magische Gegenstände. Hinten beim Ofen. Sie sehen mich für Zauber. Da bist du ja richtig. Ich zeig dir mal meine Ware. In Ordnung. Blindheit, Panzer. Magisches Geschoss, Blindheit. Messer, Stärke, Klopfen. Das Unzugängliche, das Verschlossene kann mit diesem Zauber befördert und in Reichweite gebracht werden. Handschellen öffnen. Okay. Kältekegel. Okay, für Magier gibt es hier echt interessante Dinge. Taschas unerträgliches höhnisches Gelächter. Geil. Welchen Mann packt dich das Gefühl, brennender Schar, wenn ihr eine Frau verhöhnt? Füll die Ohren deiner Feinde mit der ganzen höhnischen Verachtung, die im Lachen einer Frau liegen kann. Ihr Körper soll ungelenk und lächerlich wirken und das Selbstbewusstsein soll aus ihren Muskeln gesogen werden. Dies wird ihr Angriffe schwächen und sie selbst angreifbar machen. Wie geil ist das denn? Krass. Also hier gibt es eine ganze Menge interessanter Sachen. Nur leider bin ich kein Magier. Einen Moment mal. Aber du bist einer. Ich kann das für Dacon kaufen. Die Frage ist nur, was kann ich mir da. Am liebsten würde ich mir das kaufen, im Ernst. Ja, scheiß drauf. So. Das Gelächter gebe ich Dacor. Ja, Dacor. Es ist nicht da. Nein! Was zum? Ich hab Geld verschwendet, ich Arsch. So, Na da hinten gut. ist Anna. Scheiße. Naja, egal. Kann ich jetzt nochmal speichern, mal. Oh, ich habe hier gespeichert. Und Spiel laden. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu weit weg. Karina. Kurz mal Hallo sagen. Erledigt. Ich will da rein. Haut ab, ihr Penner, sonst kill ich euch. Okay, jetzt mal durch. Haut den nicht lang. Ups.
Ist ja in Ordnung. Diesmal bleibt das Gelächter bei mir. Erledigt. Ja, dann bist du hier der Letzte. Corvus. Matthias Corvinus. Du siehst einen hochgewachsenen Mann im Feld, hat nicht die Rüstung und so weiter. Kann ich die Elfenbürger fragen? Gibt's hier jemanden namens Spyro Nims? Okay, wer bist du? Ja, das mit Harmonium kenne ich schon. Suchst du ja jemanden? Nur deine Finger zu lassen, Bürger. Ich zweifle daran, dass du ihn wirklich finden willst. Warum? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Er rutschte die Stirn und blickte in die Ferne. Ich bin nicht nur Offizier des Harmonies, sondern auch Realist, Bürger. Als Realist weiß ich, dass es Leute gibt, die über dem Gesetz stehen. Es ist einfach so. Er hält inne. Red weiter. Manche Leute fürchten das Gesetz nicht wegen ihrer Verbindungen hier in der Stadt. Andere einfach wegen ihrer Macht und der Furcht, die sie den Leuten erwecken. Luther ist eine Macht, mit der man rechnen muss, Bürger. Er ist unantastbar, wenn du verstehst, was ich meine. Muss ihn trotzdem finden. Auf den neuesten Stand gebracht. SF zu Sidon-Markt, also gut, Bürger. Sein Absteiger ist irgendwo südlich von hier in einem runtergekommenen Haus. Ich wünsche dir viel Glück. Okay. Kennst du jemanden namens Byron Nims? Ja, Byron ist mir ein Begriff. Das kannst du mir über ihn erzählen. Er sieht dich scharf an. Alles, was ich über dieses Individuum weiß, ist Sache des Harmoniums, Bürger. Ich kann solche Angelegenheiten nicht mit Fremden besprechen. Vielleicht, wenn ich dich besser kenne. Okay. Versuch zu erkennen, wo er gerade hinschaut. Du wirfst einen Blick über deine Schulter und siehst Karina in der Nähe vorbeigehen. Corvus scheint mit den Augen an ihr zu hängen. Wie sie dort hergeht. Tu so, als ob du die Situation nicht bemerkst. Nee, ihr Name ist Karina. Schließlich wendet er dir seine Aufmerksamkeit hier zu. Wie bitte? Kennst du sie, Bürger? Er sieht sich wieder nach Karina um. Eine Stimme wie ein Engel und so ein hübsches junges Ding. Er ist verknallt. Ja, und sie ist auch einsam. Ich bin sicher, sie würde die Gesellschaft eines Gentlemans begrüßen. Sicher, alle ihr Verehrer sagen dasselbe über sie. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand. Oh, geil! Er wirft dir einen Blick zu. Dann wieder Karina. Entschuldige mich einen Moment, Bürger. Er dreht sich um und geht auf Karina zu. Oh! Liebes Geständnis! Corvus kommt fröhlich lächelnd zurück. Danke, mein Freund, eine wundervolle junge Dame. Er sieht dich mit glasigem Blick an. War mir ein Vergnügen. Ich habe einige Fragen. Okay. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand. Ah, jetzt kann er mir was erzählen. Offiziell nichts. Er hält einen Moment inne, bevor er weiterredet. Inoffiziell, er wird verdächtig, hinter den meisten der kriminellen Aktivitäten hier auf dem Markt zu stecken. Wir glauben auch, dass er für den Mord an einen Kaufmann namens Zack verantwortlich ist. Die Liste der vermuteten Verbrecher ist ziemlich lang. Er hält inne. Sonst noch was? Mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ja, ich würde ihm nicht so einfach mit meinen Rücken zukehren. Und ich würde es mir gut überlegen, irgendwo mit ihm alleine zu sein. Er zuckt die Achsel. Das ist alles, mein Freund. Muss ich Byron Nims etwa töten? Okay, jetzt wieder zu Karina. Karina, hallo. Ihr habt dir einen Lover besorgt. Karina bemerkt, dass du näher kommst und strahlt dich glücklich an. Hallo, schön, dich wiederzusehen. Sie sieht aus, als ob sie gleich vor Aufregung platzt. Vielen, vielen Dank, Schleifer. Ich bin so dankbar dafür, was du getan hast. Was habe ich getan, Karina? Sie lacht. Du hast mir Corvus über den Weg geschickt. Ich weiß es. Denn er hat es mir verraten. Er hat nicht gewagt, mich anzusprechen, weil er dachte, ich hätte eine solch lange Liste von Verehren. Naja, was ich eigentlich sagen wollte. Vielen Dank. Sie umarmt dich. Oh, ich mag sie. Habe ich gern gemacht, Karina. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Yes! Danke, Schleifer. Ich hoffe, du findest auch Glück in deinem Leben. Leb wohl. Wie geht's denn so?
Sie ist geil, das lächelt zu, als du näher kommst. Hallo, mein Freund, wie geht es dir an solch schönem Tag? Ich habe ein paar Fragen. Also gut, was willst du wissen? Okay, Lothar. Naja, Leute zu erschrecken, nehme ich an. Sie blickt Gedanken verloren um sich und streicht sich übers Kinn. Schließlich nickt sie. Ja, ich glaube, du hast recht. Ja, der Knochen. Wenn liegen würde. Und nochmal fragen. Okay, leb wohl. Ich bin Oh, ich weg. mag Carina. Die ist so toll. Gut, Schon gut. der Typ. Byron Nims. Ich werde den jetzt kalt machen. Allerdings werde ich zuerst speichern. Na du Sack. Jetzt gibt's aufs Maul. Oh, getötet. Und nur drei Münzen. So. Wenn ich jetzt zurückgehe und frage. So, Byron Nims ist erledigt. Hat das jetzt was gebracht? Das ist Corvus, die Wache vom Harmonium. Hallo Bürger, wie kann ich dir zu Dienst sein? Er wirft einen Blick über deine Schulter, als ob er nach jemandem ausschaut. Ich habe ein paar Fragen. Bei Nims? Ja. Ach, hätte ich ihn vielleicht vorher töten sollen. Ich bin Verdammt. weg. Ich lade mal. Schade. Das hat der Geldverleiher. Erledigt. Na gut, vielleicht brauche ich den irgendwann nochmal. Mit der Party ist jetzt schon eh Erledigt. ewig lang. Gut, so habe ich wenigstens den Marktplatz in einem Part. So, die Frage ist, komme ich hier Ich bin durch? weg. Ja, komme ich. Dann safe ich hier nochmal. Geh mal kurz durch, um zu gucken, was mich hier erwartet. Also einfach nur Erledigt. die andere Seite. Ich bin weg. Okay, irgendwo südlich Schon gut. soll das sein. Schon gut. Ich bin weg. Zerfallene Bude hier vielleicht? Zerfallenes Gebäude. Okay, dann werde ich da als nächstes reingehen. Aber das nächste Mal würde ich sagen, das war Plans Get Termed. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!